kaum zu glauben, dass der Bodenseekreis innerhalb eines Jahres so viele bunte Geschichten hervorgebracht hat. Schon zum 39. Mal ist das Jahrbuch des Landkreises erschienen, trotz Pandemie und teilweise Lockdown. Wir sehen es so ein bisschen als das kollektive Gedächtnis des Bodenseekreises an. Es geht um Politik, um Gesellschaft, um Sport, um Ehrenamt, um Natur und Umwelt, um Technik und auch um Geschichte. Also ein breites Spektrum. Wer wissen will, was das Jahr über hier am Bodensee passiert, der sollte Leben am See lesen. Themen wie Klima, Jugend oder Kultur haben sich in den verschiedenen Jahren wie ein roter Faden durch die einzelnen Bücher gezogen. Dieses Jahr haben es die Autoren geschafft, das Thema Corona kreativ zu verarbeiten. Es gibt jedes Jahr ein Schwerpunktthema. Band 39 hatte das Thema Plan B. Das ist vor allem der Umgang mit Corona, kreativer Umgang, aber auch, sagen wir mal, wie die Verwaltung mit diesem Thema umgeht, wie Krankenhäuser damit umgegangen sind, wie die Messe Friedrichshafen beispielsweise, die ein Autokino eingerichtet hat, mit dem Thema Plan B umgegangen ist. So wird auch das Bild Die Impfstufe des Malers Reinhard Sebastian Zimmermann aus Haknau thematisiert. Es stammt aus dem Jahr 1857 und ist im Zeppelin-Museum in Friedrichshafen zu sehen. Und das Bild zeigt Ärzte bei der Pockenimpfung. Damals war das vom Staat, von dem württembergischen Königreich oder vom Königreich Bayern vorgeschrieben. Es gab eine Impfpflicht und dieses Bild soll der Bevölkerung die Angst vor dem Impfen nehmen. Ein total spannender Vorgang. Doch auch fernab von Corona und dem Ernst der Welt wurden in der 39. Ausgabe von Leben am See bunte Themen aus dem Bodenseekreis gesammelt. So ist man auf den 18-jährigen Nick Dilger aus Tettnang gestoßen. Er rettet Hühner aus Legebetrieben und ermöglicht ihnen ein Leben in Freilandhaltung auf seinem Grundstück. Die Rettung erfolgt ganz legal und mit Einverständnis der jeweiligen Betriebe. Manche Bauern sind sehr nett und sagen, klar, kann ich gerne vorbeikommen und Hühner abholen. Ganz viele wollen vielleicht noch 2-3 Euro für einen Huhn, was ich eigentlich nicht so gern zahle, weil sie die Hühner ja schon ausgebeutet haben, 15 Monate lang. Und eben, warum geben die überhaupt her? Nach 15 Monaten lässt die Legeleistung der Hühner nach und dann sind die für den Bauern unnützlich, weil die nicht mehr jeden Tag ein Ei legen. Und dann kommen sie weg eigentlich zum Schlachter und ich komme halt dann und rette die. Ein Glück für inzwischen über 130 Hühner. Und es werden immer mehr. Seit er 7 Jahre alt ist, hält Nick Vögel. Und die brauchen inzwischen richtig viel Platz. Hier, wo wir jetzt quasi sehen, mit den Hühnern drauf sind, war mal eine Nachbarin drauf. Und die hat eben gesagt, komm Nick, bring doch deine Hühner und deine Tauben vom Garten mit hierher. Und dann habe ich das gemacht. Und irgendwann haben die Hühner sich doch mal vermehrt und habe einen natürlichen Nachwuchs bekommen. Und dann kamen immer mehr Hähne raus als Hühner. Das heißt, da musste ich Hühner kaufen beim Geflügelhändler. Ja, und dann hatte ich schon grob 40 Hühner und habe jeden Tag 40 Eier bekommen. Die gibt es nach wie vor. Mit dem Verkauf der Freilandeier finanziert Nick die Verpflegung der vielen Hühner. Und auch sonst organisiert er alles rund um seine Hühner selbst. Nick Dilger, nur einer von vielen spannenden Charakteren in Band 39 vom Bodenseekreis-Jahrbuch Leben am See.